Viele Grüßen von AppNexus. Frederike Voss wurde gerade schon angekündigt. AppNexus, mal ganz kurz, 75 Millionen neues Funding Anfang des Jahres, baut gerade mitten in New York Midtown einen richtigen Tech-Campus auf 20.000 Quadratmeter. Das sind Zahlen, wie wir sie zu besten Start-up-Zeiten in den 2000ern gehabt haben. Wir haben es mit Nicolas von Haupitz zu tun. Der ist Geschäftsführer von Havesco, dem hanseatischen Wein- und Sektkontor. Ich finde den Namen herrlich. Ich glaube, alle finden den schön. Du hast ihn extra ausführlich auf die Agenda geschrieben. Ich möchte dazu ganz kurz zwei, drei Zitate loswerden, bevor Nicolas von Haupitz auf die Bühne kommt, die ich in einem sehr schönen Online-Interview gefunden habe. Erstens, wir verkaufen keinen Wein, sondern wir betreiben seit 50 Jahren Wein-Entertainment. Ein Zitat von Jürgen Rösker, Chief Marketing Officer von E-Plus, fand ich sehr schön. Skizziert so ein bisschen, wo die Reise für alle auf Dauer hingeht, nämlich die ganze Industrie, in dem Fall die Telco-Industrie, hat lange Zeit mit der Intransparenz in der Preisgestaltung gearbeitet, User in Kostenfallen tappen lassen und sich damit viel Vertrauen verspielt. Und wie man das wieder aufbauen kann und wie man die Marke neu positionieren und wieder neu mit Leben füllen kann, das wird er uns erzählen. Bitte begrüßen Sie Jürgen Rösker. Sebastian Sühren ist Industry Manager Technology, wenn Sie mit dem Titel nichts anfangen können. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Bereich der Telekommunikationsindustrien. Und er möchte gerne, dass Werbung inzwischen noch in der Zukunft noch viel, viel zielgerichteter wird. Bitte begrüßen Sie mit mir Borussia Dortmund-Fan Sebastian Sühren. Unser aller Gastgeber, 400 Mitarbeiter inzwischen an verteilten Standorten. Im Gründerszene-Interview, das ich mir zur Vorbereitung angeguckt habe, hat er Folgendes gesagt. Wir haben uns zum Erfolg geirrt. Gott sei Dank hat er sich nicht so oft geirrt. Bitte begrüßen Sie Matthias Schrader. Erklär uns ganz kurz Real-Time-Bidding und erklär uns kurz, wo diese 8% Marktanteile herkommen. Gerne. Wer wirbt da? Alle. Vermarkter, Agenturen, alle. Letztendlich die Verkaufs- und die Einkaufsseite im digitalen Online-Markt nutzen Real-Time-Bidding, Real-Time-Advertising, was letztendlich der automatisierte Mediahandel ist in der Branche, wo gewisse Preisniveaus definiert werden können, Umfelder, gewisse Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber es geht letztendlich um automatisierten Handel. Insgesamt haben wir weltweit 5 Milliarden US-Dollar digitale Online-Budgets zur Verfügung und 8% wurden tatsächlich in 2012 schon über Real-Time-Bidding, Real-Time-Advertising ausgeliefert. Verspricht sich die Agentur davon, von weiteren Ausgreifen von RTA und RTB, auch dass die Preise im Premium-Segment fallen? Also ich glaube, wir werden beide Effekte sehen. Wir werden ganz unten sozusagen im Markt sehen, dass die Second-Tier-Layer sozusagen, dass die Restplatzpreise, die werden tendenziell steigen, weil ich habe mehr Informationen, um die Audience zu kaufen und zu beurteilen. Also da werden wir für die Publisher eine positive Entwicklung sehen. Und auf der anderen Seite werden wir unter Umständen auch eine gewisse Thematik sehen, dass das Premium-Inventar vielleicht ein Tick weit auch günstiger wird. Premium-Inventar wird es aber auch immer geben. Das muss die Zukunft zeigen, wie sich das Spiel halt entwickelt. Beides ist möglich. Sebastian Sühren, was ist eigentlich Premium-Inventar? Genau, die Diskussion, die wir vorhin schon hatten in der Vorbereitung. Also Premium, ich bin jetzt mal provokant, Premium-Inventar heißt nicht, dass die Platzierung Premium ist, denn ein teuer produzierter Spielfilm wie Avatar beispielsweise, der hat ein Füllhorn von Zielgruppen, die man erreichen kann. Aber das Entscheidende ist ja immer Premium aus Sicht des Kunden. Welche Zielgruppe ist für mich eigentlich Premium und nicht, wie teuer war sozusagen die Kreation der Platzierung oder der Aufwand der Platzierung, sondern es geht um Audience Buying, wie Thorsten Ahlers das vorhin auch schon gesagt hat, und nicht um Placement Buying. Und da, glaube ich, muss so ein Paradigmenwechsel stattfinden. Es können auch Fachforen meine Premium-Seite sein, die nur eine sehr kleine Nutzergruppe erreicht. Aber die ist für mich Premium, weil da finde ich 90% Deckungsgleichheit mit der Zielgruppe, die ich definiert habe. Das ist für uns Premium aus Sicht von Google. Das muss ich übrigens noch erwähnen. Borussia Dortmund ist nicht mein Arbeitgeber. Auch wenn das so ein kleiner Kindertraum von mir ist. Hatte ich Google vergessen zu erwähnen? Exakt. Ja, das ist wahrscheinlich der mangelnden Marktrelevanz geschuldet. Kein Problem. Ha ha ha.
Und man hat in dieser Industrie nur eine Chance zu überleben, wenn man mindestens 30-50% seiner Kunden oder seiner Neukunden über die Online-Kanäle generiert, weil die stationären Vertriebskanäle viel zu teuer und viel zu kostenintensiv sind. Herr von Haukwitz, wie sieht es bei Ihnen aus? Unternehmen ganz anderer Skalierung, ganz anderen Wachstums? Wobei, ja, ich muss sagen, das sieht bei uns ehrlich gesagt sehr ähnlich aus. Wir kommen aus einem ganz klassischen Versandhandel mit Printmedien, die wir in das Volk gestreut haben und noch in das Volk streuen. In den letzten 5 Jahren haben wir es geschafft, mindestens 50% unserer Neukunden alle online zu gewinnen und generieren knapp 35-40% unseres Umsatzes online. Das sind gewaltige Zahlen, wenn man sich anguckt, dass im gesamten Weinmarkt, gesamter Weinmarkt, nur 1% im Versandhandel online gedreht wird. Das Thema Ownership der Daten ist für uns natürlich extrem wichtig. Würden wir niemals aus der Hand geben, aber natürlich brauchen wir externe Agenturen, die uns helfen, den modernen Ansprüchen gerecht zu werden. Vor allen Dingen das Verzahnen und Vernetzen der online gewonnenen Kunden mit den klassischen Printkunden, die wir bisher in der Vergangenheit gewonnen haben. Das ist ein kultureller Umbruch, der bei uns vonstatten geht. Und das kann keiner alleine machen. Sie haben mir vorhin im Vorgespräch gesagt, jeder Endkunde, jeder Werbetreibende oder jedes Unternehmen lernt gerade wieder das Direktverkaufen an den Endkunden. Erzählen Sie mir, wie Sie als Agentur da mithelfen. Das ist ja letzten Endes eine Abschaffung des Agenturmodells. Nein, überhaupt nicht. Also was wir ja erlebt haben in den letzten 15 Jahren, ist ja die, ich nenne das mal die Enteierung des CMOs. Der Marketingleiter wurde ja zum Werbeleiter. Und wir haben alle oder die meisten von uns, die vielleicht mal Betriebswirtschaft studiert haben oder in die entsprechenden Bücher mal reingeschaut haben, haben wir mal gelernt, das sind halt die 4 Ps. Das ist nicht eine Promotion, das ist Price, Product und Place. Und was wir auf der einen Seite merken sozusagen, und das merkt ihr beispielsweise in der Telekommunikation ja die letzten Jahre schon, sozusagen das Marketing und Vertrieb ist eins geworden. Das sind nicht mehr 2 Säulen. Ich kann heute Marketing und Vertrieb in vielen Branchen, nicht in allen, aber in vielen Branchen nicht mehr getrennt denken. Das ist heute eins. So, und das Preisthema sozusagen ist das, was die Preisvergleiche, die Aggregatoren und Google sozusagen uns angetan haben, dass wir heute eine Preisvergleichbarkeit haben und eine Leistungsvergleichbarkeit, wobei die Leistungsvergleichbarkeit fast noch schlimmer ist als die Preisvergleichbarkeit. Und jetzt fängt es wieder an zu sagen, dass wir uns über das 4. P unterhalten. Was machen wir denn am Produkt? Wie können wir wieder die Produkte differenzieren? Und ich glaube, das ist eine Marketingfunktion, verdammt nochmal. Also das haben wir einfach alle mal verlernt und denken, Werbung ist halt, oder Marketing ist halt tolle Spots oder tolles Performance-Marketing. Das ist es auch, aber halt eben nur 25%. Wir müssen uns über die Preise unterhalten, mit denen wir in der Preisstellung im Markt kommunizieren. Und wir müssen uns darüber unterhalten, welche Differenziatoren und welche Nutzen, Vorteile und Mehrwerte können wir in unsere Produkte halt wandeln. Ich habe ein anderes Verständnis von Service Design. Weil Service Design hat, nach meinem Verständnis, überhaupt nichts mit Service zu tun im Bereich After Sales Service, Kundenbetreuung und so weiter. Sondern wobei geht es beim Service Design? Es geht darum, für den Endkunden eine neue Nutzendimension, einen Mehrwert in das Produkt sozusagen reinzubacken. Und die Problemstellung, die wir haben, ist, dass wir heute in vielen Branchen absolut vergleichbare Commodity-Ware haben. Also das, was Domizlaff 1934 als Stapelware bezeichnet hat, die Schokolade, die nicht eingepackt war in Schokoladenpapier, sondern beim Krämer sozusagen ein Block gestapelt war, die Stapelware, die Kohle, die Kartoffeln, das haben wir heute, dieses alte Bild haben wir heute wieder bei vielen modernen Produkten, bei dem Girokonto, bei Versicherungen, bei Tarifen. Ja, das sind alles super vergleichbare Produkte werden, die einfach keine Kerndifferenzierung mehr haben. Diese Chance haben wir in der Digitalisierung und die ist noch nicht gehoben. Wie können wir durch digitale Technologien unsere langweiligen Commodity-Produkte wieder spannend machen, indem wir neue Services sozusagen mit neuen Nutzendimensionen da reinbacken und wir suchen sozusagen die neue lila Schokolade, die Familie Souchard damals erfunden hat, um die Stapelware zu differenzieren. Wir suchen die neue blaue Dose, die Professor Beiersdorf sozusagen hatte und da die weiße Nivea-Creme reingefüllt hat. Und diese blauen Dosen, dieses lila Papier, das müssen wir heute digitalisieren. Und das geht halt nur durch eine Methode, die wir Service Design nennen. Ich habe in der Welt am Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr ein Interview gelesen mit Ihrem
Oberchef mit ihr. Ich komme nicht auf den Namen. Richtig. Und er hat ein super Zitat gemacht. Ich meine, das in jeder zweiten Präsentation zeige ich das. Peinlicherweise. Und er hat das Zitat gebracht, was wir zurzeit im Handel erleben, ist kein Paradigmenwechsel, sondern es ist ein Tsunami, der über den Handel rollt. Haben Sie, was für Reaktion hat Herr Vesco auf dieses Zitat gebracht? Ich glaube, das habt ihr nicht nur ich gelesen, haben viele gelesen. Print wird ja noch teilweise gelesen. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr. Viele gelesen. Wir haben auch, also jetzt nicht dieses Zitat diskutiert, sondern wir haben ja vorher unsere ganze Online- oder ganze Handelsstrategie diskutiert. Und wir waren uns relativ klar, vergangenes Jahr, als wir analysiert haben, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Die Online-, die digitale Revolution, wenn jemand denkt, die wäre schon geschehen, dann hat er sich kräftig geirrt. Wir befinden uns erst am Anfang der digitalen Revolution. Und das ist der Tsunami, den Herr Margarethoff meinte. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell mitdenken. Und das kann, da kommen wir wieder auf diese Hilfssituation, keiner alleine schaffen, sondern das geht nur mit Hilfe von außen, mit Agenturen, mit anderen, die experienced sind, die fachlich einfach Know-how mitbringen und ins Unternehmen reintragen. Ein Unternehmen selber, da bin ich ganz fest davon überzeugt, kann das heute nicht mehr leisten. Das war vielleicht vor 20, 30 Jahren möglich, aber heute sind wir darauf angewiesen, gemeinsam den Weg zu gehen, weil die Veränderungsprozesse sind viel zu schnell. Wir dachten früher immer sozusagen, Innovationen haben diesen 7-Jahres-Zyklus. Ne? Und ich kann im Grunde genommen 2 Jahre zugucken als Unternehmen und als Agentur und gucken, was da kommt. Hey, das ist vorbei. Wir leben in einer Welt sozusagen dieser Big Bang Disruptions. Das heißt, der Markt ist in 2 Jahren gemacht. Und dann ist da aber auch nichts mehr. Dann sind das die Top 3, die den Markt machen und ich schaue vorbei. Ich sag mal, Daten statt Raten. Also die Verwendung von Daten muss einfach auch heutzutage stattfinden in allen Levels, in allen Perspektiven. First Party, Second und Third-Party-Daten. Und dann, was wir vorhin schon gesagt haben, Mut ist angesagt. Einfach mal testen, einfach mal schauen, über den Tellerrand blicken, was machen andere Länder, gerade im internationalen Vergleich, und davon lernen. Meine Devise für die nächsten 1-2 Jahre ist, fördert den Mut den Mut der Mitarbeiter, viel auszuprobieren und zu testen, wirklich viel auszuprobieren und zu testen. Und dann aus diesen Testergebnissen zu lernen. Nichts schlimmer, als wenn man was ausprobiert und nicht daraus lernt. Das gehört für mich zusammen. Und dann geht die Reise weiter. Erfolgreich weiter, ganz sicher. Wir haben nur eine Chance, und zwar die digitale DNA ins Unternehmen hineinzubekommen und allen beizubringen, dass sie aus ihren Silos rauskrabbeln müssen und endlich anfangen, miteinander zu reden, um diese Maschine aus der analogen Welt in die digitale zu bewegen. Planen Sie bitte 10% Ihres Mediabudgets vorab für Tests. Ich kann es nur wiederholen, seien Sie mutig, seien Sie schnell und geben Sie sich auch mal mit 80% Perfektion zufrieden und warten Sie nicht auf die 4. Marktforschung, die dann auch noch aus der eigenen Branche etabliert wurde, weil dann macht es der Wettbewerb schon seit 3 Jahren und dann ist das Thema auch durch.